Ja, bei den Fällen, bei denen wir das bisher genutzt haben, war das eigentlich tatsächlich die Nutzung von Multimedia-Daten, also zum Beispiel Bilddaten, bei der Übernahme von Patienten im akuten Lungenversagen. Also wir betreiben hier ein ADS-Zentrum und wenn wir Anfragen haben, dann nutzen wir das, um Bilder uns übertragen zu lassen, CT-Untersuchungen, Röntgenbilder. Und dafür ist das natürlich wirklich ein wertvolles Tool, wo man die Patienten dann noch vor der Übernahme auf einem deutlich höheren Niveau verbessern kann. Im Endeffekt war die Implementierung relativ trivial einfach. Wir haben erstmal ein gut funktionierendes System bekommen, das im Nachhinein noch mehrere feinere Anpassungen bekommen hat, in Form von beispielsweise personalisierten Passwörtern. Das Schöne ist, es ist ja eine iPad-basierte Lösung, mit denen man natürlich eigentlich auch im Privatleben vertraut ist. Jetzt zusätzlich mit der Desktop-Version ist das nichts grundlegend Neues. Der große Vorteil ist, dass wir in der Pandemie uns ja regional vernetzt haben mit Schwerpunktversorgern und kleineren Versorgern, die alle gemeinsam aber komplexe Patienten behandeln. Und hier ist der große Mehrwert, dass man hier Behandlungen abstimmen kann, Patienten gemeinsam behandeln kann und dann auch entscheiden kann, welche Patienten gegebenenfalls dann in ein Zentrum verlegt werden müssen. Was hier meiner Ansicht nach relativ charmant ist, ist eine schnellere Möglichkeit, Befunde zusammenzustellen, dadurch, dass man einerseits Bildschirminhalte einfach abfotografieren kann, was der Lesbarkeit der Befunde natürlich enorm zuträglich ist, weil man jetzt einfach gedruckte Informationen unmittelbar erhalten kann und die auch in einer sinnvollen Gliederung erhalten kann, wie es in der App vorgesehen ist, sodass sich Laborröntgenbefunde und auch möglicherweise Bilder des Patienten und des klinischen Umfeldes direkt empfangen kann und mir damit relativ schnell ein lesbares Bild des Patienten verschaffen kann. Ein Mehrwert ist sicherlich die Option, dass wir jetzt dokumentieren können in AMP-Klinik, dass wir mit jemandem Kontakt hatten, können dort auch eintippen, warum wir eine gewisse Empfehlung gegeben haben. Das war im Vorfeld sicherlich so, eine telefonisch blinde Empfehlung ist einfach verschwunden und war nirgendwo mehr dokumentiert oder nachvollziehbar. Das haben wir jetzt im Endeffekt verbessert, weil wir ganz klar nachvollziehen können, welche Entscheidung damals getroffen wird. Ja, der Mehrwert, glaube ich, ist auch das innovative Entwicklerteam, wo eben zusätzliche Features eigentlich kontinuierlich etabliert werden, wie jetzt die Desktop-Möglichkeit, die Möglichkeit, sich auch in Videokonferenzen zusammenzuschließen und datenschutzkonform Fälle zu besprechen. Also ich glaube, da liegt viel Potenzial für die Zukunft. Also positive Effekte durchaus. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass ein kleines Haus anfragen kann, wo ist ein Punkt, wo kann ich noch eingreifen, wo kann ich meinen Patienten verbessern, sodass man hier unmittelbar auch recht zügig eine Zweitmeinung einholen kann und damit unmittelbar die Versorgung eines Patienten vor Ort mit entsprechender fachlicher Expertise eines Zentrums weiter verbessern kann. Zum anderen wird natürlich auch die Versorgung des individuellen Patienten dadurch verbessert, dass man eine Übernahme und Übergabe an ein Zentrum einspielen kann, sodass dann im Nachgang natürlich auch der Patient am Zentrum eine möglicherweise entsprechend bessere Versorgung erfahren kann und damit als Individuum entsprechend natürlich unmittelbar profitieren kann. Und die App leistet sicherlich hier einen Beitrag, das Know-how der Zentren in die Fläche zu bringen und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Hessen High-End-Medizin bis in die entlegensten Gebiete anbieten zu können. Und das auszubauen, wird sicherlich dann noch eine Herausforderung für die Zukunft sein. Und es gibt natürlich auch weitere Gedanken, das auszubauen hinsichtlich
Anbindung von Reha-Kliniken, Automatisierung von Verlegungen über die Sekundärverlegungsstelle in Hessen. Also ich glaube, diese digitale Vernetzung der Krankenhäuser ist notwendig und wird weiter voranschreiten. Nutzen Sie es. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Lernen Sie es kennen, machen Sie sich damit vertraut, beauftragen Sie meinetwegen einen Einzelnen, der den Auftrag hat, sich in das System einzuarbeiten. Das war, was wir beobachtet haben, noch häufig ein Problem, dass auch in Kliniken, denen man es nicht zugetraut hätte, durchaus scheinbar große Hemmnisse zur Nutzung dieses Gerätes gegenüberstehen, sodass man da erstmal den Einstieg noch nicht genommen hat. Von daher wirklich, nutzen Sie es, machen Sie sich damit vertraut. Man sollte unbedingt Teil des Netzwerks werden, weil man dann die Möglichkeit hat, mit seinen Kollegen in anderen Krankenhäusern unmittelbar in Kontakt zu treten und sich zum Beispiel eine Zweitmeinung zu seinem Patienten einzuholen oder für die Zentren, die eher Patienten übernehmen, mit Kollegen die schwierige Entscheidung, zu treffen, ob der Patient vor Ort bleiben soll oder ob er tatsächlich unter Nutzung von vielen Ressourcen dann transportiert werden soll, was für die Patienten ja auch ein Risiko bedeutet. Und diese Entscheidung zu treffen, die geht natürlich mit so einer Softwarelösung deutlich besser, weil man deutlich mehr Informationen hat.